an einem wiedergeborenen Gotteskind. Und das hängt ganz konkret damit zusammen, dass das Sühnopfer Jesu Christi ein vollkommenes Sühnopfer ist. Und hier müssen wir ganz arg aufpassen, weil alle diese Dämonenlehren tasten das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi an. Und das macht sie auch so böse. Ich sage das jetzt mal ganz hart und nüchtern. Ja, das macht sie böse. Sie sagen, die Erlösung des Herrn Jesus ist nicht vollkommen. Sie sagen, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ja, das stimmt schon, aber ohne Seelsorge, ohne Befreiung, ohne Lösung wirst du nicht frei. Also doch nicht. Also doch nicht der Sohn. Ja? Also muss noch irgendetwas hinzugefügt werden, ein Menschenwerk, damit diese Befreiung vollkommen sein kann. Das ist nicht wahr. Ja? Sondern die Bibel sagt es ganz klar, in dem Sohn habe ich Befreiung. Dann kommt die Sache mit den Flüchen von den Voreltern. Ja? Das ist eine Irrlehre. Mal ganz klar gesagt. Die Bibel sagt ganz richtig, dass Gott, 2. Mose 20, ja, die Sünden der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Völlig in Ordnung. Wir sehen das auch im natürlichen Bereich, gibt es Fluchlinien, würde ich überhaupt nicht bestreiten. Ja? Wie sich zum Beispiel Hurereisünde durch eine Familie über die Generationen durchzieht. Auch Okkultsünden. Ja? Aber, und jetzt wird es ganz gefährlich, in dem Moment, wo ich behaupte, dass diese Flüche von den Voreltern bei einem wiedergeborenen Christen noch gelten würden, setze ich wieder das vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesus außer Kraft. Ja? Fromme Verführung. Im Galaterbrief ist ganz klar gesagt, dass einer unseren Fluch, den Fluch des Gesetzes, und es bezieht sich unter anderem auf 2. Mose 20, ja, getragen hat, nämlich Christus. Ja? Und dann ist der Fluch nicht mehr auf mir. Der ist gebrochen in dem Moment, wo ich mich dem Herrn Jesus anvertraue und sein Eigentum werde. Ja? Eine ganz klare Lehre der Schrift. Ja? Und wenn ich das antaste, dann nehme ich etwas weg von der Machtwirkung und Vollkommenheit des Sühnopfers Jesu Christi. Und das ist gefährlich. Das kommt letztlich aus der Finsternis, eine solche Lehre. Ja? Also es ist ganz klar, dass die Vollwirkung des Erlösungswerkes bedeutet, der Satan kann einen gläubigen Christen nicht mehr beherrschen. Und es bedeutet auch, es kann keine Innewohnung und auch keine Besessenheit bei einem wiedergeborenen Gläubigen geben. Es ist unmöglich. Wir sagen nicht, dass es unmöglich ist, dass es dämonische Einwirkungen gibt. Aber selbstverständlich gibt es die. Ja? Der Satan kann uns bedrängen und anfechten. Er kann feurige Pfeile senden. Das wissen wir aus der Schrift. Ja? Aber es ist unmöglich, dass zum Beispiel das passieren kann, was bei Besessenen passiert. Eine andere Person spricht. Zum Beispiel eine Männerstimme aus einer Frau. Ja? Oder plötzlich macht jemand Dinge, die er gar nicht will. Eine andere Person übernimmt den Willen und steuert einen Menschen. Das geht nicht. Das gibt es bei einem Wiedergeborenen nicht. Ja? Er steht nämlich unter der Herrschaft Jesu Christi. Kolosser 1, 13 ist für mich der Freibrief. Ich habe das erst vor kurzem einer jungen Frau gesagt, die selber dämonisch belastet ist und die noch nicht durch ist, noch nicht wiedergeboren ist. Ja? Kolosser 1, 13 ist der Freibrief jedes wiedergeborenen Christen, wo er sagen kann, hier, ich bin heraus aus der Herrschaft des Teufels. Er darf mich nicht mehr antasten. Er darf mich anfechten, aber er darf mich nicht besetzen und er darf mich auch nicht überwältigen. Ja? Also es gibt Anfechtungen, gedankliche Anfechtungen, es gibt okkulte Einwirkungen bis zu einem gewissen Grade, vor allen Dingen dort, wo Christen sich bewusst auf Okkultismus einlassen. Ja? Klar ist, jede nicht bekannte Sünde, auch aus dem alten Leben, kann noch eine Brücke darstellen für Einwirkungen, auch bei einem wiedergeborenen Gläubigen. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel früher, was weiß ich, Wahrsagerei betrieben hat und hat es gar nicht als Sünde bereut und steht heute noch dazu, was ja eigentlich nicht sein dürfte, ja? Dann ist es klar, dass über diese Schiene der Teufel einen eigentlich nicht rechtmäßigen Einfluss ausüben kann. Ja? Aber ansonsten, wenn diese Sünden bekannt sind, Sünden der Vorväter können keine Rolle mehr spielen. Ja? Auch hier 1. Petrus 2, ja, auch eine ganz wichtige Stelle, die da Zeugnis gibt, ja, wo es dann eben heißt, 1. Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das heißt also, der Wandel der Väter und seine Folgen
ist in der Erlösung inbegriffen. Ja? Wenn wir das Blut des Lammes angenommen haben, sind diese Dinge weg. Ja? Also hier wird auch wieder auf eine fromme Weise etwas von dem vollkommenen Sühnopfer des Herrn Jesus Christus weggenommen und es wird geleugnet, dass der Gläubige in Christus eine Stellung hat als Befreiter. Eine Stellung. Ja? Er kann diese Stellung ein Stück weit verlieren durch bewusste Sünde, durch bewusstes Paktieren mit Finsternismächten. Aber auch da ist die Einwirkung des Teufels nicht unbegrenzt und eine Dämonisierung, eine Besessenheit ist ausgeschlossen. Ja? Und das ist ganz einfach. Dann kommen wir in den Bereich der Erfahrungstheologie. Ja? Dann kommen die Leute und sagen, ja, aber ich kenne da jemanden, der ist 100% gläubig, aber der ist besessen. Und wisst ihr, das habe ich gelernt in den Kämpfen mit der Verführung. Ich stelle mich nur aufs Wort. Jede Erfahrung, jedes Erlebnis muss durchs Wort gerichtet werden und nicht umgekehrt. Ja? Da machen viele Fehler. Ja? Und ich sage, wenn jemand wirklich besessen ist, ist er nicht wiedergeboren. 100%. Glaube ich nicht. Da kann mir jeder eine fromme Story erzählen. Ich weiß auch von Menschen, die sehr fromm gelebt haben und nicht wiedergeboren waren. Ja, das gibt's. Aber das ist ganz einfach. Von dem Wort her weiß ich, wenn wiedergeboren, dann nicht besessen. Wenn besessen, dann nicht wiedergeboren. So. Ja. Und wenn jemand nicht wiedergeboren ist, dann ist sein Problem nicht, dass Dämonen ausgetrieben werden müssen, sondern er muss zur Buße kommen und muss den Herrschaftsbereich wechseln. Ja? Und dann erledigen sich die Besessenheitsphänomene von selbst. Da muss niemand austreiben. Ja? Wenn jemand wirklich auch aus dämonischen Belastungen sich bekehrt, dann verschwindet es alles ohne Theaterdonner ganz für sich. Und jetzt ist noch die andere Frage, ja, was ist denn aber mit den Austreibungen des Herrn Jesus und der Apostel? Das ist eine berechtigte Frage. Nun, wir müssen uns wieder wie bei den Heilungen daran erinnern, diese Austreibungen waren nicht, um die Menschen frei zu machen. Ich sage es mal ganz knallhart. Genauso wenig, wie der Herr Jesus geheilt hat, dass die Leute von ihren Schmerzen wegkommen. Ja? Sondern diese Austreibungen waren, sagt der Herr selber, ein Zeichen des Reiches Gottes. Ja? Wir haben ja diese ganzen Grundverheißungen, gerade zum Beispiel in Jesaja 35, wenn das Reich Gottes anbricht, dann werden die Gebundenen frei werden. Und genau das hat der Herr zeichenhaft offenbar gemacht, als die Apostel und als er die Dämonen ausgetrieben haben, da haben die sich laut gemeldet. Da war das absichtlich hörbar und sehbar für die Umgegend, damit es ein Zeichen ist. Ja? Wenn heute sich ein belasteter Mensch bekehrt, dann verschwinden diese Dämonen völlig still und stumm und da merkt kein Mensch was davon. Man merkt bloß das Ergebnis. Ja? Also das ist, weil wir heute nicht mehr in der Zeit der Zeichen leben. Und dieses Zeichen war in erster Linie für Israel, ja, dass die Juden erkennen durften, Christus ist der verheißene Messias. Er heilt nicht nur alle Krankheiten, sondern er befreit auch die Gebundenen, wie er verheißen hat. Aber diese Zeichen haben wir heute nicht mehr zu tun. Ja. Wenn wir das verstanden haben, dass es eine heilsgeschichtliche Unterscheidung gibt zwischen der apostolischen Anfangszeit, die Wunderzeichen hatte und prophetische Offenbarungen, und der Endzeit der Gemeinde, die keine Wunderzeichen hat und keine prophetischen Neuoffenbarungen, dann verstehen wir, dass auch in diesem Fall diese Dämonenaustreibung nicht unser Vorbild sein können. Außerdem muss eines ganz klar sein, weder hat irgendjemand durch die Gabe der Wunderheilungen Gläubige geheilt, noch hat in der Bibel irgendjemand Dämonen aus einem Gläubigen ausgetrieben, sondern das geschah alles an Ungläubigen. Die Zeichen sind übrigens immer für die Ungläubigen. Ja? Die Gläubigen haben das Wort, die brauchen keine Zeichen. Ja? Also diese Linien muss man sehen, die Dämonenaustreibung der Apostel am Anfang waren genauso einmalig wie die Wunderheilung. Ja? Genauso wenig wie wir heute Hände auflegen, um Ungläubige von ihren Krankheiten zu heilen, können wir Dämonen austreiben. Und auch diese laute Erscheinungsform war lediglich wegen der Zeichen und nicht etwa, dass man da daraus entnehmen sollte, das müsste immer so funktionieren, dass die Befreiung hörbar wird durch das Rufen von irgendwelchen Dämonen. Ja? Sondern Befreiung geschieht durch Buße, durch Umkehr. Und auch Befreiung von Belastungen, von Einwirkungen bei wirklichen Gotteskindern geschieht nicht durch Austreiben. Das ist einfach falsch. Sondern es geschieht durch Buße und Umkehr und nötigenfalls durch ein Lossagen desjenigen, der sich willentlich mit dem Satan eingelassen hat. Wenn man den Satan eingeladen hat, dann muss man auch wieder ausladen. Das ist ganz klar. Ja? Der Wille muss hier artikuliert werden. Ich will das nicht mehr, ich schneide das durch. Ja? Aber nicht, dass ein anderer lossagt. Ja? Das, im Grund
ist damit die Wirksamkeit des Herrn Jesus Christus, der zur Rechten der Majestät in der Höhe ist und dem alle Mächte und Kräfte unterworfen sind, eingeschränkt, wenn man da einen menschlichen Mittler dazwischen schalten will. Ja, ich sage den Leuten immer, sagt euch los im Namen Jesu Christi, wenn ihr da solche Dinge habt, auch zum Beispiel Handauflegung von Charismatikern und so weiter. Ja, aber ihr braucht es nicht vor einem Seelsorger zu machen. Das reicht zwischen dir und Gott. Und das Entscheidende ist Buße und Sündenbekenntnis. Ja, nicht auch das Lossagegebet nützt überhaupt nichts, wenn keine Buße dahinter ist. Ja, das der Herr kennt doch die Herzen. Wenn ich noch dran hänge von Herzen, dann werde ich nicht frei. Ja, da kann ich 15 Formeln sprechen. Das ist doch, ja, ist doch ganz klar. Letztlich, der Schlüssel ist die Herzensbuße, dass ich im Licht Gottes erkenne, jawohl, ich habe mich da versündigt, ich will davon frei werden. Ja? Und dann ist die Sache im Wesentlichen durchgestanden. Ja? Keine Einmischung von irgendwelchen menschlichen Seelsorgern, die hier anfangen, dazwischen zu gehen. Also, wir müssen das leider sagen, dieser Befreiungsdienst ist im Grund eine Verführung zum Spiritismus. Das ist das Schreckliche. Und die Brüder, die auch in bestem Willen zum Teil solche Befreiungsdienste ausgeübt haben, sind dadurch in den Bann des Teufels gekommen, in einen spiritistischen Einfluss gekommen, haben zum Teil auch den Lehren von diesen Geistern Glauben geschenkt, ja, den Offenbarungen, die ja eigentlich alle lügenhaft sind, die wir gar nie beachten dürften. Und durch diese ganze Sache hat der Feind im Grund Macht gewonnen und ein Zerstörungswerk angerichtet innerhalb der Gemeinde und an den betroffenen Gläubigen. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Ja? Die ganz einfache Wahrheit ist, der Sohn macht wirklich frei. Es ist wirklich wahr. Ja? Wenn wir in so einem Verhältnis als Gläubige zum Sohn recht stehen, dann haben wir keine Probleme mit dem Satan. Außer, dass er uns Druck gibt und angreift, was ganz normal ist. Ja? Das sollte eigentlich schon so sein, wenn wir wirklich dem Herrn dienen. Dann haben wir Widerstand, haben wir Angriffe, aber nicht Einwirkungen, die uns überwältigen, nicht Besessenheit, nicht dämonische Symptome, wie sie da eben oft auftreten. Und oft genug sind solche Symptome erst in einen Gläubigen hineingebracht worden durch den Befreiungsdienst. Ja, durch den sogenannten, dass er hinterher wirklich eine okkulte Belastung hatte, wo er vorher vielleicht bloß ein seelsorgerliches Problem hatte. Ja. Ich komme nochmal kurz zurück auf diese Schiene. Wenn du gebunden bist ans Essen, dann hast du einen Essdämon. Oh nein, ja, du bist einfach fleischlich. Ja. Ja. Tu Buße, gib deinen Leib neu dem Herrn hin, brich diese Sündenketten durch den Glauben an, mitgekreuzigt sein, mit auferstanden sein und dann ist das Problem gelöst. Ja. Ich habe das bloß noch mal so eindrucksvoll in der Charismatik erlebt. Da war also auch mal so ein super Charismatiker da in einer Veranstaltung und dann kam einer von unseren Leuten da vorne und der hat sich vom Rauchen frei beten lassen wollen. Und dann wurde der Geist des Rauchens da ausgetrieben. Der lag auf dem Boden und hat so gewürgt und gehustet und dann hat er geschrien, jetzt ist er draußen, wir haben den Sieg errungen, ja. Ja gut, und am nächsten Sonntag hatte ich also Einladungsdienst, stand draußen vor der Tür, um die Leute zu willkommen zu heißen in den Gottesdienst. Da sehe ich diesen befreiten Mann da, wie er gerade eine Kippe mit seiner Schuhferse ausdrückt, um sich in den Gottesdienstraum zu begeben. Ja, der hat munter weitergeraucht, nachdem dieser angebliche Raucherdämon draußen war. Ja, das war überhaupt nicht eine Besessenheit, sondern das war das Problem, dass der Mann fleischlich gebunden war und auch gar nicht wiedergeboren, davon abgesehen bin ich überzeugt. Ja. Aber versteht ihr, das bewirkt es nicht. Ja? Das Problem ist Buße und Abkehr von der Sünde und nicht, dass man sich von angeblichen Bindungen losbeten lässt. Ja? Da kommt oftmals auch menschliche Selbstverwirklichung mit herein, dass man sich als unschuldig sieht, dass man auch es genießt, wenn alle möglichen vollmächtigen Brüder sich um eine bemühen. Ja? Das ist eine ganz gefährliche Schiene, ja? Die da eben auch vom Humanismus her dann da das Ego stärkt. Ja? Ich möchte nicht mehr sagen, vielleicht gibt es noch Fragen. Ich wollte nur deutlich nochmal sagen, es ist so gefährlich, wenn wir uns von der Einfalt Christus gegenüber ablenken lassen. Ja? Wenn wir einfach das vergessen, in dem Herrn Jesus haben wir alles. Die Lösung für unsere seelischen Probleme, die Lösung für unsere geistlichen Probleme, was die Beziehung zur Finsternis angeht. Es ist nur in dem Herrn. Es liegt im Glauben. Es ist nicht ein Problem von Seelsorgern, von Mittlern, die sich mit gutem Willen, mit allen möglichen Methoden da zwischen uns und Christus schieben und dann versuchen, hier Dinge zu regeln, sondern es muss zwischen der Seele und Christus selber geregelt werden. Und der Herr hat Macht, alle Probleme zu lösen, ohne menschliche Zwischenwirkung. Ja? Und wenn wir das einfältig glauben, dann werden wir glückliche, frohe und freie Christen.